Also ich werde noch ein super tolles Video machen über Alarm für Cobra 11. Auf Wiedersehen, so viele Schauspieler. Guten Tag, neue Schauspieler. Werden wir ja sehen im Jahre 2020. Ich habe natürlich jetzt zur Weihnachtszeit sehr, sehr viel zu tun. Ich habe gerade Le Mans, Alpine und ihre Liebhaber. Und dann noch eine Spezialgeschichte. Es ist halt Weihnachten und Weihnachten habe auch gerade wieder erstklassige Kalender machen dürfen. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Natürlich könnte man auch einen Kalender machen für Cobra 11. Ja, könnte man, ist klar. Aber wegen den Urheberrechten lasse ich es lieber, weil irgendeiner rastet ja immer aus. Wir sind halt eine Truppe, wir sind halt ein Filmclub. Wir mögen Cobra 11, wir mögen RTL, wir mögen das Ganze so, wie es präsentiert wird, auch bei TV Now. Gut, gestern konnte ich leider nicht TV Now, weil es lief ja nicht. Ich musste also RTL schauen mit ganz viel Werbung. Worauf will ich hinaus? Ich mag Film, ich mag aber keine Werbung. Wenn ich im Kino wäre und müsste dann alle 5, 6, 7, 8 Minuten da Werbung über mich ergehen lassen, würde ich auch nie mehr ins Kino gehen. So. Ich hatte gerade was gesagt mit Alpine, das ist ein Auto, kennt ihr den Alpine, das waren damals Rennen, weil das war, weiß nicht, auch in den 80ern oder was. Ne? Das Renault Alpine und ihre Liebhaber, aber es ist ein Renault, sogar einer hier aus Duisburg, sehe ich gerade, den Alpine, Renault Alpine. Okay, ich komme deswegen drauf, weil passt zu Cobra 11, diese Autos, die ich da gerade sehe und die hübschen Frauen, die ich da gerade sehe, nannte man damals auch Boxen, oder? Diese Boxenluder konnte man auch sehen bei Cobra 11 in einer Folge, wo da die Autos gecrashed wurden. Durch diesen Crash hat man ja dann auch eine Leiche gefunden und so weiter und so fort. Ist also eine super Story gewesen und der Fahrer litt halt an irgendwelchen Augen, an einer Augenkrankheit und hat dann immer da was reingeträufelt, um das Rennen zu Ende zu fahren. Natürlich hat er natürlich auch gewonnen. Ich meine, Cobra 11 ist und bleibt ein, wie soll ich sagen, eine Serie, wo man ja, einfach schauen kann, volle 45, gestern 90 Minuten, volle 45 Minuten jeden Donnerstag oder halt bei TV Now jeden Tag. Da kann man sich ja zwei, drei, wenn man Glück hat, auch vier Folgen anschauen, selber aussuchen, welche einem da noch so gefallen. Wie gesagt, jetzt war ja Karneval, also habe ich mir die Karnevalsfolge da rausgesucht mit den Pferden und das alles. War eine tolle Geschichte, hat auch richtig Spaß gemacht, weil ich hatte die leider, Gott sei Dank, mal versäumt und somit konnte ich das Versäumnis nachholen und konnte mir die Folge anschauen und passte zum Altweiberfass nach 11.11.2019. So, jetzt haben wir uns verabschiedet von sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, die halt nicht mehr da vor Ort. Gott sei Dank haben zwei sofort Fuß gefasst. Einer macht ja jetzt ARD und die andere junge Dame ist halt auf der Bühne zu erleben. So, wo die anderen jetzt momentan sind, weiß ich nicht. Die haben halt noch nichts von sich gegeben. Ich werde jetzt eine Hall of Fame machen von allen. Wohlgemerkt, von allen, die jemals da waren. Und das waren verdammt viele, die da waren. Und das werde ich dann alles da oben schön hinhängen, ja, alle die jemals da waren, Hauptdarsteller von Cobra 11, in der Mitte natürlich Erdogan und Nils Körbin, ja, und schauen wir mal, wie das wirkt, schauen wir mal, wie die Kunden darauf reagieren, so Hall of Fame, Cobra 11, ja, steht ja auch da, Cobra 11, RTL, hinter mir steht halt, was wir wirklich sind, Filmstudio, könnt ihr ja lesen da hinten. Und wir haben diesen Filmclub, wohlgemerkt, wir haben diesen Filmclub von Cobra 11 seit 1996. Und ich begrüße euch total recht herzlich. Wenn er mal hier erscheint, können wir darüber philosophieren. Heute habe ich halt über, ist klar, über Disney Plus philosophiert, weil ist klar, die Jugend ist hellauf da jetzt drauf gepicht und so. Bedingt durch YouTube kann man das sehen. Ich habe ja hier die Figuren, ich habe also schon diese Figuren von Star Wars eingekauft, da können die Leute sich diesen Mandalorian anschauen, auch die anderen Kopfgeldleute, da sind die ja heiß hinterher. Oh, ist okay. Können sie machen, wenn sie mir wegkaufen, naja, habe ich halt Pech, weil ich kriege die ja nicht immer so günstig,
dass ich sie verkaufen kann. Manchmal kriege ich sie leider ungünstig und deswegen gebe ich die dann nicht ab. Die hängen dann da an der Wand, ja, und bleiben da auch, weil ich kann das Geld nicht zurückbekommen, wie teuer die sind. So, da sind wir aber im Kern der Sache. Es gibt halt keine Fahrzeuge von Cobra 11, es gibt kein Gebäude von Cobra 11, es gibt auch keine Spielfiguren von Cobra 11. Ja, ist halt so. Müsste man vielleicht mal selbst machen. Ich bin schon mehrfach angerufen. Hast du nicht einen 3D, sage ich, 3D-Drucker, den ihr braucht, kostet horrendes Geld, den habe ich nicht. Und so ein Billiggerät da als Firma kann man, sollte man auch nicht. Weil irgendein Jugendlicher hat ihn bei sich im Kinderzimmer stehen. Nee, lassen wir mal sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich begrüße euch total. Ich verabschiede alle bei Cobra 11. Danke, 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 dass ihr uns so gut unterhalten. Dass ihr uns so, nicht nur unterhalten, sondern auch Spannung gegeben. Ihr habt so viele Cliffhanger da eingebaut. Ja, jetzt zum Schluss. Ja, sehen wir da im Keller fast halb tot geschlagen, da war die Mutter verschwunden und so. Ja, und dann die anderen, der Demente, der das Schiff fahren wollte und Rösner rennt da rum wie so ein Bildmeister, ne? Der Daniel, und muss doch da leer und oh, ne? Ach, herrlich. Ja, okay, dass die Dinge sich halt erschießen hat lassen. Ja, hat sie sich halt erschießen lassen, damit sie raus ist. Und er hat dann am Grab gewettert, hat ein Blümchen gekriegt, konnte das da hinlegen und so weiter. Dann war er halt ganz alleine in seinem Cases, in seinem Office, in seinem Raum, der Semir. Töchterchen kam, Mama ist entführt worden. Ja, okay, das war der Cliffhanger. Ob die daraus was machen, weiß man nicht. Manchmal machen die etwas und lassen hängen, weil die Leute, also die Hersteller, die Dramaturgisten sagen, weißt du was, in 5-6 Monaten weiß der Zuschauer sowieso nicht mehr, worum es geht, ne, oder gegangen ist. So, wir wissen ja alle, dass jetzt neue Leute gekommen sind, neue junge Leute, dass das Ganze anders wird, mehr Polizeiarbeit, mehr Detektivarbeit, vielleicht weniger Sprengung, vielleicht weniger Autos, die kaputt gehen, ja. Wissen wir nicht. So, jetzt mache ich euch diesen Videoclip fertig, dann wisst ihr, ich mache ihn gerade hier frisch, dann mache ich ihn fertig frisch, packe ihn dann ein, sende ihn dann. Ich sage Dankeschön für 1996 bis 2019 an alle Darsteller, an alle Verantwortlichen, an alle, die mitgearbeitet haben, an alle, die Verantwortung getragen haben, etc. und pp. Natürlich auch den Geschäftsführer von RTL, 30 Jahre, wie toll er doch diese Schauspieler rausgehauen hat, lädt die alle zum Süffensanden Dinner ein, alle essen, alle trinken und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit überreiche ich euch die Kündigung. Ich meine, das ist ein Volltreffer. Das können nur die Jugendlichen 30 Jahre aufwärts. Ja, also die können das, die bringen das. Ne? Vielleicht waren die auch sauer, dass manche 10, 20, 30 Jahre älter waren wie die selbst und dann mochten die das halt nicht. Ne? Lass sie gehen, wir brauchen Neues. Wir brauchen neu, wir müssen alles neu machen, wir müssen die neue Zeit. Bin gespannt, was aus dieser Alarm für Cobra 11 wird. Na, ich sehe gerade, wo fahren die denn rum hier? Das ist ein riesengroßes Alpin-Treffen, nur Alpin-Fahrzeuge in Bitburg. Also passt halt zu dieser Geschichte von Cobra 11. Stellt euch mal vor, Semir würde jetzt in 1000 Fahrzeuge, steht da gerade, 1000 Fall von, keine Ahnung, das hat mir ein Kunde gerade, ich mache ihn gerade fest, Renault Alpine und ihre Liebhaber, das ist irgendein spezieller Film, da hat irgendeiner gedreht, wirklich 1000 Alpine-Fahrzeuge in allen Varianten, einer hier sogar aus Mülheim, einer ist sogar aus Mülheim, das wird wohl der Kunde gewesen sein, der mir das wohl jetzt hier gebracht hat, für ein weihnachtliches Geschenk, das mache ich ihm, ich mache ihm eine tolle Sache raus, aus Wesel sogar, ist auch gar ein Fahrzeug aus Wesel, irre, also na, ich habe ja viele andere, aber sind 1000 Stück, ist eine Menge und wie gesagt, ist wunderbar gedreht, gefällt mir. Ich mache natürlich wieder ohne Ton aus Sicherheitsgründen, aber es passt. Es passt zu Cobra 11, diese ganzen Renault Alpine-Fahrzeuge. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine 45-minütige Sendung da mit diesen ganzen über 1000 Alpine-Fahrzeugen, die Rennen fahren, sich und so weiter, sich treffen, guten Tag sagen aus Italien, ach, wo die alle herkommen, sehe ich gerade. Und wie gesagt, einer aus Mülheim und einer aus Wesel, fand ich schon mal nicht schlecht. So, und wenn dann noch Cobra 11 dabei gewesen wäre, ja, und dann mit seiner fetten Cobra, ja. Okay, so Cobra-Treffen zum Schluss wäre auch nicht schlecht. Aus MK sogar, Märkischer Kreis, Sauerland, ist ja irre. Also, eine tolle Geschichte. Ich bedanke mich auf dem Weg, auch beim Lieferanten sozusagen, dem ich das jetzt hier gerade fertig mache. Ja, das hat doch was. Ne? Also,
müsste auch pünktlich zum Ladenschluss sicherlich auch zu Ende sein. Dann, ja, dann kann ich auch schließen und dann mache ich schönes Wochenende. Also, ich mache hier eine Hall of Fame. Alle Schauspieler, die jemals bei Cobra 11 waren, werden hier drapiert an die Wand gebracht, wunderbar ausgedruckt. Ja, aber nicht in A3, sondern A4 muss reichen, weil die Wände sind auch demnächst voll. Da passt niemand mehr hin. Also A4, wunderbar ausgedruckt, werden die da über die damaligen Eliten Hall of Fame, 40, 50, 60er Jahre Eliten Schauspieler gehängt. Ja, Hardy Krüger ist dabei und Uri Fischer ist dabei. Und darüber kommen dann diese Schauspieler und dann Hall of Fame Cobra 11. Ja? Ja, das habe ich ja da auch gemacht, so Hall of Fame für die Star Wars Fans. Ne? Und so mache ich so Hall of Fame für die Cobra 11 Fans. Ja? Und lasst euch überraschen, ich habe ja schon einige Nachfragen. Ja, Kalender können wir auch machen. Natürlich könnten wir auch einen Cobra 11 Kalender machen, warum denn nicht? Maya, Anita, reden wir drüber, ja? Cobra 11 Kalender für euch beiden da als weihnachtliches Geschenk kriegen wir hin. Müssen wir uns mal aussuchen da, wie wir das hinkriegen, weil ich habe diese Zahl nicht. Der Kunde hat mich da gerade drauf gebracht, der hat da irgendwie so eine Software hatte da. Und das sieht auch gut aus vom ersten bis und das, der hält das auch ein. Und ich mache halt nur die Bilder dazu, die er halt ausgesucht und die drucke ich dann halt aus. Ja. Genau. Schade, ich habe keine Matrize da. Wenn ich Matrizen da hätte, könnte ich das. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, irgendwelche Kalender jetzt hier anzupreisen. Auch wenn sie umsonst und ohne Entgelt wären, ziehe ich erstmal so zurück. Anita, Maya, reden wir drüber. Erdogan auch. Im Notfall kann man dem Erdogan und dem Nils auch so einen super Kalender mal zugänglich machen. Warum nicht? So, ja, warum nicht? Im Jahr 2020 vielleicht. Ja, können wir machen. Nachträglich oder so. Hm? Einen über Nils, einen über Kevin. Also Nils Kevin und einmal über Erdogan Atalay. Hm? Mal schauen. Die anderen sind alle weg. Oder aber ein Kalender derer, die alle weggegangen sind, könnte man auch machen. Als Erinnerung. Ja? Ich habe immer so gute Ideen. Ja, also wer den Videofilm jetzt gesehen hat,